Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Empyreon Galactic Survival. Naja, oder Galactic Tod, wie Coach in der letzten Folge. Grüß dich. Oder das EZ-Trottelchen, moin. Der Xa. Moin. Und Sinde. Hi. Ja, wir sind immer noch in der Basis, in dieser endlosen Basis. Ich finde in der cool. Einöde. Also ja, irgendwie schon ziemlich cool, das stimmt. Wenn es so weiterläuft, dann kommen wir unter unserer eigenen Base hier raus. Das kann sein, denn wir finden ein Wurmloch in unsere, in unsere Basis. In unser Huhn. So, Achtung, ich schieße. Ich dachte das jetzt immer dazu. Oh. Kommt mal nichts direkt angestürmt? Das ist links nix. Beide Seiten eine Tür. Beide Seiten eine Tür, geh mal nach links. Du bist wieder oben rum. Warum ach, was ist denn hier? Was ist hier denn los? Oh. Aua. Da ist eine Selbstschussanlage. Weg. Okay. Rotustation. Ein Artilleriegeschütz. Oh, immerhin. Ich weiß nicht, was es bringt, aber. Ja. Ein Artilleriegeschütz. Artillerie im Zweifelsfall. Ja. Okay, jetzt kommt wieder ein langer Gang. Rechts wie links ist erstmal nix. Also links vor allem ist gar nichts. Ja. Da hinten ist auf jeden Fall ein Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl und da geht's auch nochmal runter. Ich glaub's echt nicht. Oder wieder hoch. Aber hier grunzt es aber auch die ganze Zeit. Ja, ich würde sagen, hier hat irgendjemand mächtig Hunger. Hier geht's runter, hier geht's nur runter. Alter. Hm. Ja, da nicht. Ich geh rechts. Huch, Alter. Ahnst du es nicht, das Wald ahnst es nicht. Wie groß ist das denn? Wie groß ist das denn? Wahnsinn. Aua. Ist ein bisschen ungünstig da unten. Ich hab. Moment, brauch mal ein Medikit. Alter! Macht ihr mal. Also nicht auf die Viecher, erstmal auf die Station da schießen. Auf die, ja, aber die Viecher machen noch mehr Schaden. Die ballern auch, das ist das Doofe. Nee, die kleinen Viecher können nicht ballern, die da rumkreuchen. Ich geh mal aus der Schussbahn, hä? Ja, besser. Ist weg? Sieht gut aus. Die eine hab ich weg. Okay, dann gehen wir mal vor. Dann können wir auf der Brücke bleiben und nach unten schießen, oder? Ja, das wäre klug. Da ist so ein Golem. Ach, was ist denn das schon wieder für einer, ey? Ach du Scheiße. Ja, der macht halt nichts, der ist ein Nahkämpfer, aber von daher von hier oben können wir den ganz gut. Irgendjemand wird beballert? Au. Woher? Ich hab keine Ahnung. Hatten jetzt geballert? Was kann das? Irgendwo einer mit einer Minigun. Also ich würde sagen, irgendwo muss ich einen Typ gestanden haben. Seh und hör nix. Unter uns ist einer. Und ach nee, das sind die. Was sind das, was da unter uns läuft? Ach, da läuft er doch. Ah. Unter uns läuft auch irgendwas Großes. Ja, das sind diese Crawler, diese. Die du auch im Village findest. Ah, schon weg. So, okay. So dann gehen wir mal runter. Und looten halt mal durch. Was ist das? Ein Motor braucht man nicht, wa? Ach, Spawner. Ja, Spawner ist noch ein gutes Stichwort. Ach, hier hinten ist ein ganzer Haufen rote Container auch noch. Ja, die Halle hier ist gut. Besser das Lasergewehr. Cool. Motor, Stahlplatte. Pff, ach Gott, ich nehme halt mit. Was verbessertes Lasergewehr ist richtig geil. Kondensatoren-Dingsbums, Stahlplatte. Oh, 23 Schuss für mich. Sehr geil. Raketen finde ich hier auch gerade ganz viele. Biokraftstoff, Holz. Oh, hier ist Spawner. Verbesserte Plasmakanone. Aha. Ja, die ist geil, Sinne. Da hast du jetzt gerade den Sechser im Lotto. Echt jetzt? Ja. Lass das mal die Sinde machen. Sinde macht das gut. Siehste mal. Die roten und lilanen habt ihr da hinten gerade schon? Jo. Okay. Oh, Licht aus. Hier, Feierabend, Kinder. Feierabend, jetzt können wir alles abbauen. Ja. Hm, ich keinen Platz mehr. Kann ich abnehmen? Achso, hier bist du, Xa. Alles klar. Hab noch Platz. Oh, noch eine Minigun. Wer mag? Minigun, nee, die kannst du behalten. Minigun? Oh, Minigun taucht nichts. Schubdüsenblock. Ah, nehmen wir alles mit. So.
Das heißt, wir müssen jetzt wieder hoch auf unser, auf diese Ebene. Ah, das wird doch lustig. Container sind alle leer? Also, ich meine, das ist jetzt echt mal eine Fabrik, die hat ja richtig Stoff bei sich gehabt. Ja, vor allen Dingen, wie riesig das Teil einfach ist, ne? Hier geht's noch weiter, wenn man wieder... Hier oben ist ein Schalter, soll ich den mal betätigen? Den habe ich gerade betätigt, der hat einmal rumgemacht. Achso, na gut. Kommt, wenn ihr wieder auf diesem Gerüst oben seid und da rumlauft, ja, geht's noch weiter und hinten in den Raum rein. Ist das, ja, das ist der Schalter. Ach, das ist der Schalter. Schalter. Ja, ja, da, den haben wir gerade betätigt. Okay, und das war's dann auch, oder wie? Ja, ich glaube, wenn der Kern noch angewiesen wäre, wär uns hier, glaube ich, wieder alles um die Ohren geflogen. Wahrscheinlich, ja. Hat der Kern das aus? Ja, der Kern hat der Kord schon rausgeschossen. Ah. War hier in der Mitte. Dann können wir hier ja noch ein bisschen mehr plündern. Ja, ich leider nicht so viel. Ich leider nicht, ich kann überhaupt nichts mehr plündern. Lass mal wieder rauskommen aus diesem Labyrinth jetzt hier. Ja? Bist du schon auf dem Rückweg, Coach? Ja. Und wieder oben, oder wie? Nee, ich bin jetzt immer noch in diesen verwinkelten Gängen hier. Ja, ich sehe dich. Hinter dir. Also du bist mit 300 Puls hinter mir. Ja, ich habe 350 Puls, das ist mal wieder, das ist alles so aufregend hier. Das ist schon eine coole Base, auch die habe ich noch nicht gehabt. Bist du links oder rechts abgebogen? Links, oder? Links rumgegangen. Ja. Du kennst dich ja hier ein bisschen besser aus nach deinen ganzen Toten. Ist das ja schon mal genau? Ja, die Gänge zurück irgendwie halt, ne? Mal gucken. Mensch, diese Gepoche hier als. Ich hatte doch irgendwo Adrenalinpillen. Sind die denn da? Energiepille, her damit. Hau rein. Ah, hier sind die Toiletten. Sag mal. Nehm mal eine an. Ich glaube, hier runter müssen wir nicht, oder? Nee, nee, ich wollte nur gucken, ob was ist. Wer sein könnte. Hier sind wir aber auch nicht hergekommen. Nee, und wir sind durch den Schacht geflogen, ne? Oben. Eine Tür und dahinter ist ein Schrank. Jetzt war ernsthaft. Das ist ja. Baut denn sowas? Wo ist denn der Ausgang, Sir? Hier oben. Ich baue mir gerade einen eigenen Aufgang. Coach? Ja. Ach, da. Hilfe? Wo kommen wir hier raus? Wollen wir uns einfach durch die Wand bauen? Ich glaube, wir müssen nochmal hoch. Kann das sein? Ja, gleich. Da ist bestimmt als erster drauf, weil er sich hier quer durch die Basis bohrt gerade. Ja. Da hinten ist der Fahrstuhl. Was? Hier ist ein Fahrstuhl. Ach, das war der Fahrstuhl. Ah, ei. Ja. Ja, genau, das war die Station. Ja, oh, endlich. Oh, Tageslicht. Oh. Ja, doch, wir müssen da lang. Gott sei Dank. So, wo war mein X-Wing? Da hinten. Genau, wo ist dein X-Wing? Kann ich noch ein bisschen was an Munition loswerden? Boah, was ist in Irrgarten da unten? Das ist echt krass. Schön. Ja, aber coole Base. Absolut, absolut. Also, es war auch mit noch so, nicht gehabt. Mit so die beste bisher, muss ich sagen. Wieso kann ich nicht mehr. Das war auch PKKR, oder bin ich bescheuert? Ach, ja. Nee. Sind wir nicht durch den Raum da gegangen? Laser. Entschuldigung, schade. Achso, okay. Mir gerade nicht sicher. Moment, das ist der. Kommt ihr nicht mehr zurück? Ja, doch, eigentlich, dann waren wir doch schon richtig. Hihi, Xar findet nicht mehr zurück. Der Xar findet nicht mehr zurück. Der Xar. Ja, ja. Ich meine, wir wären hier durchgegangen. Gab's hier nicht noch eine Tür? Hier, doch, hier lang. Hier ist das Badezimmer und dann diese Schräge hoch. Guck mal hier. So. Ja, wenn ihr im Badezimmer seid, seid ihr ja quasi draußen. So, Medikit groß, das ist mein ein und ich habe noch ein ein Medikit groß habe ich noch und eine Bandage. Also viel geht nicht mehr. Muss ich sagen, na gut. Ach ja. Sonne geht schon wieder unter, kann das sein oder geht die auf? Ne?
Ah ja, eine Stunde bis Sonnenuntergang. Hm. Halt, die Tür war dann da drüben. Moment. So, also Laderaum voll, ich voll. Jeden Schmerz. Machen wir uns zurück zum Huhn so langsam, wenn die da mal irgendwann rauskommen. Ja, das sind jetzt schlecht gewesen. Also mein Laderaum, ich habe ja anderthalb Kisten, ist auch so anderthalb voll ungefähr. Wie kann man denn anderthalb Kisten haben? Ich dachte anderthalb voll. Also so. Sprich. Ne? Ja, weil du gerade sagst, ich habe anderthalb Kisten. Jo. Nein, ich habe zwei Kisten und anderthalb voll. Ah, draußen. Es ist ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl, wenn man da rauskommt und wieder das Tageslicht sieht, ne? Mhm. Das ist beruhigend. Von euch hat auch keiner Laser in seinem Raumschiff, oder? Nein. Oh, schade, ja. hätte ich noch die Muni los Munition für. So. Also, Sinne, irgendwo hast du aber viel eingefangen. Also, ich kann ziemlich viele Punkte an deinem Raumschiff reparieren. Ja, irgendwie ist meine Schnauze auch weg. Wir haben mich vorhin nicht getroffen. Weil lange hast du zwei Folgen vor einer Folge? Ja, bin dir darüber ausgewichen, hoch oder? Ach, lacht ihr ruhig. Dafür habe ich tapfer gekämpft, ja. Mein Raumschiff habe ich doch auch schon einmal komplett repariert quasi. Also insofern. Wir haben alle ganz gut gefressen, glaube ich. Ja. Also so. Ich habe auch noch genau 4x 132 Schuss, also ich kann auch keinen. Lasergewehrzelle. Oh, was? Okay. LS-Ladung. Oh, ich hab. Oh, Hilfe! Sauerstoff, wie meiner sagt. Sauerstoff! Ja, also muss doch eine Station bei dir haben, oder? Moment. Ich hatte doch kleine Flaschen. Wo sind die kleinen Flaschen? Ich hatte ganz viele kleine Flaschen. Da sind sie. Einfach rechtsklick bei den kleinen Flaschen, oder wie? Ah ja. Rechtsklick. Ja. Oh, auch rein, Alter. Oh, geiler Stoff, Alter. Eigentlich habe ich da schon früher damit gerechnet, aber schön, dass es doch noch kommt. Geiler Stoff. Oh. Okay, wir können wieder. Ui. Hast du genug Sauerstoff? Ja, ich habe jetzt wieder 250, das reicht eine Weile. So, dann wegen mir, ja, zurück zum Huhn, oder? Boah. Wie finde ich denn das jetzt? Ja, hochfliegen und dann... Und dann so lange rumfliegen, bis man es sieht. Nö, kannst du anmarkern. Anmarkern, so. Ich fliege euch dann mal nach, ne? Ja, ich mach das auch. Ab in den Himmel. Mann, da haben wir aber den Außerirdischen den Arsch aufgerissen. Muss ich sagen, ja. Abgesehen davon, dass Couch fünfmal gestorben ist, war das ganz souverän. Ach, das ist normal. Dass du stirbst, ja. Ja, ne, wenn ich in so einer Basis rein bin, dann ziehst du das öfter mal. Flieh ich mal? Sind sie ja weg. Ja, es ruckelte bei mir jetzt hier auch ganz gewaltig und auf einmal waren sie weg quasi, aber dann sind sie wieder. Wollen wir mal schauen, wo wir da Tun finden. Auf der anderen Seite des Planeten, mehr oder weniger. Der anderen Seite des Planeten. Da. 5 Kilometer. War irgendwie zu erwarten, dass wir auf der anderen Seite sind. 5 Kilometer geht ja noch. Ja, 5. Genau, auf der anderen Seite des Planeten 5 Kilometer. Ja. Muss man sagen. Jetzt nicht irgendwie, also. Ich wüsste, wo ihr seid. Eben hab ich schon jemanden gesehen. Da, wo die grünen Punkte auf der Map sind. Das drück ich? Drückst du M. Ich drück hast M. Hast du Mappe? Ja. Und da kannst du, da siehst du uns diese. Und da siehst du auch das Millennium schicken. Tue ich das, ja? Ja, das ist halt in grün gekennzeichnet. Refakt hier zu, sehe ich da. Ja, das ist auch gut. Das kannst du auch nehmen. War nicht so einfach, den Anflug hier zu machen.
Ah, ich bin auf dem Kamm gelandet. Das hat mir jetzt auch sehr geholfen. Ich fliege dann mal hier so rum. Hast du keine grünen Symbole irgendwo? Du musst auch irgendwelche grünen Symbole auf der Map haben. Ich wollte sagen, du musst auch. Müsstest, wenn du die M, wenn du M drückst, müsstest du zum Beispiel diese zwei weißen Pfeile übereinander sehen. Ja, genau, die sehe ich. Ja, und da unter, und unter diesen weißen Pfeilen, da müsstest du was Grünes leuchten sehen. Nö. Ich sehe was anderes Grünes da rumfliegen. Ja, bitte? Ja, dann ist das einer von uns. Und was mache ich damit? Du dich dran, oder? Da klickst du das Grüne an. Ja, das bewegt sich aber weg. Dirigier mich mal. Ja, das ist egal, das ist cool, der bewegt sich einfach nur. Könnt ihr da oben mal kurz euren Chatpack anschmeißen? Ich habe da noch eine Idee. Oder in euren Flugzeugen bleiben. Okay. Rechte Maustaste W-Punkt setzen und bei Annäherung entfernen. Dann ist er auch gleich wieder weg, wenn du hier bist. Ne, was willst du machen? Ich häng noch nicht. Mein Raumschiff ist noch nicht gelandet. Ich will das Huhn ausrichten, damit es eben steht. Das macht auch die Landung leichter. Oh Gott. Moment. Geh kurz rein, Xa. Und dann, Na, dann musst du aber dich hinsetzen. Ja. Alle am Fliegen oder auf festem Boden unter dem Boden? Also Koya jetzt. Oh, ich schwebe hier so hin. Ich bin noch irgendwo im Weltall, keine Ahnung, frag mich nicht. Also ansonsten nimmst du jetzt als Ziel die Raumstation. Halt, da kommst du doch an. Pfeile. Xa, halt! Was denn? Wer kommt da angeflogen? Ich, Hilfe, ich bin durch den Boden runter. Ich hab den Notausgang gefunden da unten. Also irgendjemand entfernt sich da von uns gerade ganz krass. Bleib stehen, Xa. Nichts machen. Hilfe. Ja, hörst du das? Ja, da sind es gerade vorbeigeflogen. Also das Raumschiff ist jetzt nach O ausgerichtet, also kannst du auch mit O anfliegen. Oh. Bin wieder da. Hallo. Mhm. Wo ist denn hier das blöde Sauerstoffding? Da. Wo ist denn hier? Kackausgang, da. Nochmal. Aua. Haben wir auch eine Medi-Station hier eigentlich? Ich war gerade auf dem Sollte Kurs. Eigentlich auch irgendwo eine umstellen. Ja, direkt neben dem Wozu-Dings. Ach, das Ding hier. Okay. Das tut gut. Lecker. So. Lecker? Ja, lecker. Das war lecker, diese ganzen Medikamente und Pillen und so. Achso. Kann man sich eigentlich auch hier hinsetzen? Oder ganz langsam anfliegen. Ja, ach nee, Stamina-Erholung ist das nur. Achso, ja, nicht zu schnell, ja, nicht zu schnell. Nicht ich dachte, da könnte man dann auch während dem Fliegen. Nee. Wieso kann dieser blöde Flieger nicht rückwärts? Sollte er können. Ja, aber mit rückwärts kannst du ein bisschen bremsen auf jeden Fall. Sei denn, die haben die Düsen weggeschossen. Ich schätze mal, der kann schon rückwärts sinde. Nur du wirst vorne, weil du vorne ja alles weggeballert bekommen hast, keine Düsen mehr haben. Das ist eigentlich cool. Ganz langsam. Entfernst du dich gerade wieder? Was ist denn hier oben? Was ist oben? Gott. Ja, das sieht so aus, als würde hier oben ein Element fehlen, oder nicht? Schau mal da. Ich bin gerade nicht da. Ach so. Irgendwie komisch aus. Und hier sieht es auch aus, als würde was fehlen. Ich glaube, ich habe hier Anzeige. Bisschen höher. Ja, ich werde hier wahrscheinlich Anzeige. Langsamer. Da ist er durch mich durchgeflogen. Ja, leider nicht angedrückt. Geht er zurück? Kann ich nicht mit C einfach runter? Wir können ja so lange ein paar Pflanzen anlocken. Da ist ein anderes Raumschiff, da kannst du nicht andocken. Kannst du nicht mit S zurückfliegen? Da, oder? Ganz langsam. Mach da ganz langsam. Wie lange soll das denn dauern? 100 Jahre? Ja, mach noch ein bisschen weiter. Ich sag dir gleich, wenn du mit C runter kannst. Mhm. 2 Millionen Jahre später. Der Homo erectus ist ausgestorben. Homo sapiens ist gefolgt. Drück mal C. Wo sind denn die Sinde? Ach, das da. Ja, weiter. Du schaffst das, Sinde. Die Schnauze ein bisschen hochziehen vorne. Schnauze hochziehen, C drücken, dann bist du da. Ja. Jetzt runter? Und C drücken. Runter. Macht's blum.
Nein. Das macht nur bei Couch-Bilulim, ne? Wie gesagt, du kannst dich mit O ausrichten, dann kannst geradeaus runter. Warte mal, mit Alt kann ich nochmal mit der Kamera gucken, ne? Hm, dann drehen wir das Schiff nach. So. Fliegen wir noch weiter zurück, dann landen wir das. Und jetzt ein bisschen nach rechts. Genau, nee, wenn du jetzt so runter, ein bisschen, genau, ein bisschen nach rechts rüber. Einfach nach rechts rüber noch ein Stück. Ja, weiter nach rechts, weiter nach rechts und jetzt runter. Und jetzt C runter. Ne, zurück? Mit S zurück, mit S zurück. Also weiter. Noch mal weiter zurück. Geht nicht mehr? Mhm. Wo hing denn dein Raumschiff vorher? Ja, das genau da. Doch. Genau so stand das hier. Da. Warte aber mal, du standst da, glaube ich, mit der Schnauze quer. Ah. Jetzt runter mit C. Kannst auch aussteigen, dann versuchen wir das da Ding ohne den Dings zu landen. Das ging auch noch. Nee, das krieg ich nicht hin. Hat er angedockt? Nee. Hat er nicht. Mal aus die Möhre, ob er dann andockt. Warte mal. Wer schießt denn da? Ich versuch das mal. Xar hat irgendwas abgebaut gerade. Warum baut Xar das Schiff? Das Schiff macht mir das Ganze. Macht mir das ganze Schiff kaputt, der Xar. Ja. Ja, so. Der dockt nicht an. Mach mal aus. Nee, dann dockt's aber nicht an, oder? Nee, dann dockt's nicht an. Manchmal dockt er auch aber später. Nee, irgendwie also, schwebt er da noch. Der schwebt noch, ja, es ist noch nicht. Ja, dann kannst du ein bisschen du mal, runter? Ob du das hinkriegst. Ich finde das komisch, dass er nicht dockt normalerweise. Ja. Was machst du? Ich flieg unten dran. Da haben wir wenigstens gerade Flächen, oder? Wieso, der stand doch auch vorher hier vorne. Ja, aber immer jetzt hier noch 3/4 Stunde machen an irgendwelchen Schrägen. Das ist nur, weil jetzt hier Captain Baloo und seine tollkühne Crew am Steuer sitzt da. So, dann kommt jetzt da unten dran und dann ist gut. Du hast. Kann das sein, dass du die. Könnten auch die Füße weggeschossen worden sein, ja? Nee, die Füße sind nicht, aber es sind quasi. Also. Die rotierenden Triebwerke sind, glaube ich, weg und. Nach hinten fliegt sie ja echt nicht mehr, ne? Ja, nee, ganz langsam nur noch. So, jetzt häng ich. So, jetzt ist fest. Das ist ja. So, jetzt muss ich nur wieder einen Aufgang finden. Sekunde, ich komme wieder hoch zum X-Wing. Oh Mann, wenn man dieser Raumschiff so beschissen gemacht. Ja, hab ich. Es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Ich hab's tausendmal probiert, irgendwie da. Weiter weg hat er dann auch nicht angedockt, aber es geht. Man kommt vorbei und dran. So, da sind wir wieder auf dem Raumschiff und können endlich weiterfliegen. Nee, ich muss erstmal aus dem dusseligen Fahrstuhl raus. Ich komme nirgendwo hin. J drücken, damit du wieder gerade ausgerichtet bist. Ach, jetzt sitzt der Herr. Jetzt sitzt der Herr Xar auf dem Steuer. Das ist ja, schön. Ja. Oh, Gott sei Dank. War nicht der Herr Xar, dass der unser letztes Raumschiff fast zersiebt hat? Hä? Na, auf dem Planeten, erinnert ihr euch nicht? Nee. Ja, also ich habe selber da reingemacht. Aber nein, du wurdest beschossen im Offscreen, haben wir noch gesagt, dem Patienten, die fällt's wieder nur im Offscreen. Ach, das ist ja nicht zu glauben. Ne? Daran erinnert sich wieder keiner, weißt du? Aber. Ach, das ist ja. Also ich weiß nicht, was er. Aber wisst ihr noch damals Koja? Ja, oder? Genau. Scheiß, das ist es. Dann zum nächsten Planeten, oder? Moment, ich such doch erstmal einen Sitz hier. Warte doch mal. Sonst bin ich gleich sonst irgendwo. Ja, du schwebst dann noch hier und wir sind weggeworbt. Genau. Ja. Yeah. Ihr habt da was vergessen. Okay. Ist nicht so weit. So, jetzt. Okay. Ich setze. Dann fliegen wir doch nach Omnicron. Omnicron. Warum auch nicht? Energie Nummer 1. Energie Nummer 1. Und wir fliegen da jetzt wirklich so mit nicht mehr ganz so viel Munition und sowas hin? Wir haben noch viel Munition. Wir könnten auch alles ins Hühnchen packen und nachcraften. Ein bisschen was sollten wir haben.
Ich irgendwie. Ja, aber so viele Ressourcen haben wir, glaube ich, nicht, oder? Mir geht es mehr so um, also ich habe eher so das Problem mit Leben, also mit Bandagen und so ein Scheiß. Ja, das habe ich nämlich auch Munition, nicht. Munition, also ich selbst habe viel Munition. Also ich wäre, ja, ich wäre jetzt erstmal nach Hause geflogen. Das macht eigentlich Sinn, gebe ich ganz ehrlich zu. So wenig ist sonst Coach beipflichte, aber ja. Wir sind eigentlich da unten wie so ein Spot auf diesem Asteroidenfeld, das sieht total komisch aus. Bei mir ist das Problem auch. Dann, weil das auch das Asteroidenfeld ist, oder? Was ist das dann? Ja, ist natürlich Asteroiden. Ja, Asteroiden. Aber das ist so wie so ein Spot drauf, das ist so erleuchtet, so. Und ja, weil da auch so Gesteinsnebel mit drin ist. Das ist auch das ist ein Planet, wo du hinfliegen kannst. Mhm. Ah, okay. Ah ja, hier komm, mach mal Heimat. Ja, oder wir haben ja eigentlich relativ, also könnten uns ja auch was besorgen und stellen uns eine kleine Basis hin. Hier. Auf dem Planet. Ja, aber dann haben wir ja immer noch keine Ressourcen. Können wir hier ja sammeln. Für Medikit und so? Kriegen wir das hin? Ja, aber hier machen wir ja einen komplett Neustart. Zu Hause hätten wir ja alles. Ja, mach mal nach Hause, wenigstens Medikits und so, dann machen wir diesen tollen Planeten. Einmal schön. Wieder aufmunitionieren. Wenn Xar hier schon so hinfliegt und unbedingt drauf will, ist das bestimmt der reinste Horrorplanet. Yippie. Nee, Omnicron ist einer der Startplaneten. Ach so. Echt? Achso, ja, dann könnten wir ja in der Tat uns da was aufbauen. Und wir haben unseren Mining-Dings dabei, da haben wir ruckzuck ein Loch gebuddelt. Ach ja, komm dann, lass uns das machen, das ist doch ganz spannend. Wenn das so ein Startplanet ist, dann ist das okay. Startplanet, ja. Dann landen wir aber mit dem Vogel, ne? Oder? Ja. Ja, klar. Juhi. Wir bohren uns in den Schnabel in den Planeten. Hätte mir doch meine Magentabletten mitnehmen sollen. Captain, wir haben Seegang. Gitten. Wir haben einen Marderschaden. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oder? Ach komm, den Anflug auf diesen Planeten machen wir jetzt noch. Wir sind ja nicht so. Und landen tun wir auch noch. Ja, komm. Da war nicht da hinten rüber, das Grün. Ja, genau, das ist das Meer. Ich fliege schon Richtung Grün. Ich hoffe nur, dass es nicht der Pol ist. Weil sonst können wir da nicht landen. Kein Pol. Wir werden doch wohl nicht das bisschen Grün und Wasser, was wir haben, zum Pol erklären. Eben, das sieht aus wie ein Urlaubsgebiet. Huch, die Wolken sehen aber auch gut aus. Das ist Fantasy Island da, das Grüne in der Mitte. Ja, siehste, da wollte ich doch schon immer mal hin. Ja, Disneyland. So, Captain, der Wurzel brennt. Das Feuerhuhn. Gegrilltes Hähnchen. Krieg grad Hunger. Ein großes Türmchen, da wollen wir mal nicht landen. Oh, den Ball lässt du doch mit 2 Schuss weg. Boah, nimm mal die Wolken weg, ich seh nix. Ja, geh mal runter. Hey. Wollen wir was sehen. Nur ein bisschen tiefer da. Ich sink hier doch schon. Ja, oh, eine Suppe hier. Drohnenbase, aha. Das klingt doch nach Spaß. Ja, die können wir doch mit dem Huhn in 2 Schuss wegballern. Ja, aber Abandoned Drohnenbase sind auch die, diese komischen Käfer, was ich gesagt habe, die mit Gift bis und so. Da unten raucht was, ist das Meteorit? Ne, das haben wir gerade abgeschossen. Das war schon eine weniger Drohne. Achso, die habe ich gar nicht. Ich muss doch sagen, diese Stelle hier da oben ist doch super. Das ist ein Träumchen von einer Stelle. Ja, also ich finde, das sieht schon sehr geil aus hier. Ja, so, wir sind gelandet und dann hätte ich sogar noch eine kleine Überraschung. Oh, scheiße. Was kommt jetzt? Wir können hier nicht atmen oder was? Doch, Moment. Klar. Na. Wieso kann man? Jetzt kann man aussteigen. Was? Überraschung ist, er hat hier schon irgendwo eine Base gebaut. Nein, aber so ähnlich. Was? So, dann folgen Sie mir nach draußen. Sag das doch, also aufstehen und raus. Okay. Ja, aufstehen und raus. Jetzt will ich den Ausgang wieder suchen. Ah, ich hasse das. Ich verlaufe mich hier immer. Ist meistens unten. Kein Sauerstoff, Helm aufsetzen. Hallo? Hat kein Sauerstoff? Ja. Aua. So. Warum? Au. Jetpack ist wieder aus gewesen. Mann, was soll die Scheiße? Warum ist das Jetpack jedes Mal aus? Das ist genau, wenn du aussteigst. Boah, das ist doch zum Kotzen. Warte mal. Ne? Lass mich raten, Zahl. Du hast schon eine Base vorbereitet. Ja.
Aber die lässt sich hier irgendwie nicht platzieren lassen. Ich bin hier, ich bin... Wieso lässt sie sich hier nicht platzieren? Zu nah am Huhn? Naja, weil hier so ein riesen Raumschiff steht, vielleicht ist der Kopf da im Weg. Sind wir zu dicht an der Gegnerbase da hinten dran, oder? Ne, die ist ja, mehr als 400 Meter weg. Sieht aber schön aus. Mhm. Außer dass hier das Rote in der Nähe ist, das stört mich ein bisschen. Ja. Das ist der Schnabel oder das Ecken von Huhn. Und die Zunge. Können auch woanders hin, Xar. Dann haben wir vielleicht nicht so sehr den Pol. Andererseits, da vorne ist die Basis. Ne, wo will man hin? Gegenüber höchstens. Da hat man auch trotzdem den Pol so nah. Hm. Mano, das finde ich jetzt aber doof. Mano, dann sehen wir das in der nächsten Folge, die Überraschung. Ich will eine Überraschung. Sehen wir die Riesenbasis in der nächsten Folge, die Xar mal eben so im Inventar die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Ja, ja, das ist eine auflassbare Boot. Ich wundere mich, dass wir so langsam fliegen. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Tschüss. Ciao.